Helft mir, Leute, wir sind hier mitten im Gefängnis. Bei JoJo's Incredible Adventure. Aber zum Glück nicht als Gefangener, sondern wir müssen hier. Ja, das Gefängnis irgendwie in die Luft jagen? Keine Ahnung. Wie schon gesagt, wir sind im Gefängnis. Und ich habe keine Ahnung, was diese Schalter hier überall machen. Diese komischen Geräusche machen. Oh. Ja, seht ihr, der Raum ist zum Beispiel ganz cool eingerichtet. Der mit diesen Zahnrädern und so. Der schaut gut aus. Der sieht echt cool aus. Auch mit diesen Säulen. Das ist schon ganz cool. Oh, was ist das? Oha, das ist ja geil. So pressenmäßig. Voll geil. Das finde ich richtig cool. Also das ist mit Block Storage und so. Aber es sieht richtig cool aus. Also richtig gut. Richtig schön animiert. Das gefällt mir gerade mega. Voll geil. Eine sehr coole Idee. Und hier auch nochmal. Und Bomben. Bomben sind gut. Aber wir können tatsächlich mehr als 10 haben. Ich dachte am Anfang 10 wäre so das Maximum. Aber dem ist nicht so offensichtlich. Finde ich auch gut. Dann können wir gleich mehr Bomben mitnehmen. Okay, jetzt die Frage, kann ich mich da oben draufstellen und werde nach oben geschoben? Nein, werde ich nicht. Okay, das war jetzt endlich zu erwarten. Aber ich werde es trotzdem ausprobieren. So, wo sind wir hier? Gibt es hier ein Secret? Ja, tatsächlich, ein Heartpiece. Haben wir jetzt ein neues Herz? Nein. Hälfte. Egal, das wird doch. Wird doch alles. Oh, und hier ist der Rückweg, der aber saugestört ist, deswegen lassen wir den mal lieber bleiben. Ja, so schwer war es auch nicht, aber... ich hab's halt nicht geschafft. Deswegen müssen wir hier weitermachen. Oh, ich sehe schon, ich muss das sowieso noch spielen. Okay. Ja, und jetzt? Hä? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, vielleicht hier drüben hin. Aber dann werde ich doch von dem Ding auch nicht hochgenommen, wahrscheinlich. Oh, aber ich muss da... oh, das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht hier. Muss man sich ja wirklich anstrengen. Ah ja, ich sehe schon. Ich darf nicht auf die lockere Schulter nehmen hier. Ich finde es übrigens extrem cool, dass die Map schon so lang ist bisher. Ich dachte ja anfangs, dass es nur so eine... recht kurze Map wird. Also, nee, das stimmt auch nicht. Also ganz zu Anfang dachte ich, das wird schon eine etwas längere Map. Als ich runtergeladen habe. Aber als ich dann angefangen habe, dann dachte ich irgendwie, okay, das wird bestimmt wieder so eine Map, wo nur der erste Dungeon fertig für ist. Weil auch eben von den Save Points her, also ganz zu Anfang gab es ja diese Kapitelauswahl. Und da sah das ja schon sehr danach aus, als wäre irgendwie noch wirklich nicht sehr viel fertig. Aber jetzt so, ich meine, wir haben jetzt 8 Folgen, glaube ich. Das ist schon not bad. Ne, das ist die 9. sogar, ne? Also echt nicht schlecht. Ich meine, ob es die Zeit hatte, auch... nur 16 oder 17 Parts storybedingt. Und ich meine, der Rest war jetzt die ganzen Open World Sachen. Also, mal schauen, wie lange das hier noch geht. Oh Mann, ich bin so schlecht. Aber ich sollte mich mal aufs Spiel konzentrieren und nicht so viel Scheiße labern. Nee. Gibt's doch gar nicht. So schwer ist das hier wirklich nicht. Also, zumindest das nicht. Später schon, aber das hier nicht. So, das sind... Junge, was ist denn los hier? Ja, abgekratzt, zu Recht. Junge. Das gibt's nicht. Also, gerade weiß auch nicht, was los ist. Achso, ich dachte gerade, die Dinger sind stehen geblieben, aber ne. Nichts ist stehen geblieben, außer vielleicht mein Hirn, aber mehr nicht. So. Jetzt. Dankeschön. Ist ja wirklich nicht so schwer. So, also hier kommen wir. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es richtig ist, was ich hier mache. Aber die Frage ist, wo halt sonst, ne? Also da drauf kann ich ja definitiv nicht stehen bleiben. Und selbst wenn, werde ich ja zerquetscht. Aber diesen Sprung von da nach da.
Nee, das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Aber wohin dann? Muss ich vielleicht nochmal die Dinger deaktivieren im richtigen Zeitpunkt? Also irgendwie, wenn die gerade oben sind. Aber da komme ich auch nicht hin, ne? Kann ich das ja eigentlich kaputt machen? Das sieht so zerstörbar aus. Okay, das macht gar nichts, oder? Hä? Okay. Das ist, glaube ich, das gleiche, was wir auch vorhin schon gesehen haben. Keine große Veränderung. Ja, also ich weiß nicht. Hier 1, 2. Ich denke mal, die Zahlen sind markiert, wo wir hinten sollen. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber da muss demnach müsste ich auf die 4. Aber da komme ich ja nicht hin. Meine, wie soll ich von hier auf die 4 kommen? Ja, vielleicht ist es so ein Spielchen, dass man hier noch gar nicht weiterkommt. So ähnlich wie ein Cube Zelda damals, ne, mit diesem komischen Wasserrätsel da. Wo ich auch Ewigkeiten gerätselt habe und dann festgestellt habe, dass man da zum Zeitpunkt noch gar nicht weiterkommt. Ja, ja, sowas ähnliches fürchte ich hier tatsächlich auch. Ich glaube, diesen Schlüssel sollte ich noch nicht haben. Ich habe ihn aber trotzdem. Ich weiß nicht warum. Also den habe ich ja irgendwie... Was? Oh shit. Achtung! Ja, hier, die Wachen kommen, aber der macht irgendwie gar nichts. Hä? Bist du behindert? Es gibt so einen Roboter, aber der ist irgendwie ein bisschen doof. Ja. Was? Aua, okay. Oh, die haben mehrere Phasen, ich sehe schon. Boah. Warte mal, ich schub sie mal in die Stacheln. Aber der ist stark. Also ne, der ist wirklich stark. Also die zweite Phase ist echt stark von denen. Wow, Alter, wie schnell. Ja, oha, das ist ja mega schwer. Okay, aber cool, cool. Ein bisschen selbstgekriegt gibt es der Gegner. Finde ich cool, nicht diese langweiligen Standard-Mobs. Ah, und diese Dinger öffnen einfach mal die Tore. Ach, jetzt verstehe ich den Sinn dahinter. Ey, es ist schon ganz cool gemacht, ne? Also, ich finde an der Map echt cool, dass sie so innovativ ist. Muss ich echt mal sagen. Also, es sind viele Sachen ganz anders, als man es so aus anderen Adventure-Craft-Maps bisher kennt. Oh, what the fuck, hier geht alles runter. Mit einer Riesenpresse oder so. Auch das hier, also das, der Dungeon gefällt mir ja echt gut. Der erste war ja auch nicht schlecht. Er war jetzt nicht überragend, aber war ganz gut, hatte auch gute Ideen drin. Aber das hier ist nochmal ein ganz anderes Niveau, finde ich bisher. Also auch diese Sachen hier und so. Und ich finde, es passt auch einfach ins Setting. Also, das passt doch zu einem Gefängnis. Ja, dieses Glas sieht irgendwie zerstörbar aus. Das habe ich mir auch gedacht. Also, dass es irgendwie angebrochen aussieht. Und vielleicht können wir da einer Bombe nachhelfen. Jawohl. Ja, fragt sich nur, was uns das bringt. Keine Ahnung. Ah. Okay, jetzt auch noch mal ein bisschen Stuff. Ah, und hier ist irgendein Schalterrätsel. Und die Türe kriegen wir nur geöffnet, wenn wir da unten hingehen. Ah, ach, hier können wir jetzt über die Schalter die einzelnen Hebel hier aktivieren, oder was? Was, wenn ich jetzt auf die 7 drücke? Ach, wir können die Stufen, glaube ich. Ach, das ist ja übel geil gemacht. Jetzt checke ich das. Wie stark ist das denn? Wir können uns hier die Stufen selbst einstellen, wie hoch wir welche haben wollen. Das ist geil, das ist richtig geil. Dann gehe ich mal ganz kurz zurück und stelle mal die 1. Oh, das kommt gerade runter. Hallo. Stelle ich mal, mache ich dieses Tor wieder auf. Aber wie cool. Ist ja mega geil, die Idee. So, ne, also ich will jetzt hier kurz den Hebel aktivieren. Wo war der denn? Damit das Tor aufgeht.
Genau. So. Und von dort aus können wir jetzt nämlich uns die Dinger so... Ach was. No. Ach nein, ich muss schon wieder diese Lappen besiegen. Aber wie gesagt, ich finde die eigentlich ganz cool, die Gegner. Aber die fangen halt ein bisschen ab. Aber jetzt kommen keine Gegner mehr. Ich glaube, ich habe einen Bug ausgelöst. Oder? Ah ne, da passiert aber nichts weiter. Okay, aber das heißt, ich kann das tatsächlich noch nicht machen mit diesen Dingern hier, oder? Aua. Ach doch, ich bin doof. Ich bin doof. Jetzt weiß ich, warum das hier offen ist. Man soll hier den Boomerang durchschießen, kann das sein? Boah, das ist ja sauschwer. Ich muss erst mal treffen, das Teil. Aber doch, das kann sein. Die Idee würde ich ja feiern, aber die Umsetzung, oh, das ist ja mega schwer. Nee, das kann nicht gewollt sein. So, zwei, das ist zu hoch, da kommt man da nicht hoch. Nee, das ist zu hoch. Wartet, kann ich die 1 pro lassen und der Schalter geht mit hoch? Aha, und jetzt kann ich mit dem Boomerang durchschießen. Ey, das ist wirklich gut gemacht. Boah, ich feiere das. Ich feiere es wirklich. Wie cool. Wie mega cool. So, jetzt ist die 1 oben. Die 2 ist oben. Wo ist denn die 3? Wenn ich fragen darf. Ach, da hinten. Was, wenn ich die 3 hochlasse? Was? Ach, geht nicht, oder was? Warum geht es nicht? Hä, warum gibt's denn die 3 überhaupt? Wenn ich da gar nichts einstellen kann. I don't understand. Egal. Machen wir mal die... Was ist denn die... Ja, doch. Ich weiß ja, was 0 ist. Was ist denn die 5 hoch? Also von der 2 komme ich auf jeden Fall auf diesen kleinen Block. Also sorry, wenn es gerade so ein bisschen, viel Zeug ist von wegen, ich muss hier schauen, was ich mache. Aber das Problem ist, wenn ich zurückgehe und wieder herkomme, dann wird alles wieder resettet und ich muss alles nochmal machen. Deswegen will ich jetzt lieber einmal schauen, dass ich es richtig mache und dann weniger rumprobieren. So ist der Plan zumindest. Ich hoffe, das geht auf. Was ist denn dieses ganz hohe da? Ist das die 7 oder was? Die ist auf einem ganz hohen Ross, die bringe ich mal runter. Ja, das ist die 7. Okay, alles klar. Was, wenn ich die 7 auf halb 7 mache? So, dann ist sie da so zwischendrin. Aber komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Also ich weiß halt auch nicht, ob ich da hinkomme. Blablabla. Dann bin ich hier drüben irgendwo. Muss ich denn die 0? Also die 0 muss ja irgendwas Besonderes haben. Weil die 0 kann man ja nur hoch machen, wenn man hier diese Spielerei da mit dem Boomerang geschafft hat. So, angenommen, ich mache die 0 jetzt auf das. Dann komme ich da drüben hin, kann da hin und da. Okay. Okay. Damit komme ich zumindest da drüben hin. Dann könnte ich da die 7... Ne, dann war ich doch überall. Also die 5 erscheint mir ein bisschen hoch, die bringt so aktuell gar nichts. Also die brauche ich zwar eigentlich... Brauche ich sie? Ich weiß nicht. Ich mache sie mal auf die Mitte. Doch, so erscheint sie sinnvoll. Ja, doch, so ist sie auf jeden Fall sinnvoll. Also ich glaube 1, 2, 5, 0 sind richtig. Also wie gesagt, ich will mir es nur so bauen, dass ich es einigermaßen gut hinbiege. Also das kann auf jeden Fall nicht sein. Also wenn, dann kommt die hier hin. Ich probiere es so, Leute. Ich wünsche mir Glück, dass es richtig ist. Oder einigermaßen. So, jetzt gibt es erstmal noch ein Secret. Was gibt's hier? Ah, okay, 3 Silbermünzen. Boah, kann man das mal mitnehmen, denke ich. Ja, dann hoffe ich mal. Ich hoffe wirklich, dass es so einigermaßen richtig ist. So, jetzt fährt sich nämlich diese Scheiße da wieder aus.
So. Also, guck mal doch mal. Wa? Haben wir hier richtig gespielt? Oh, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, jetzt komme ich nämlich hier drüben hin. Und dann. Ja. Was macht das? Okay. Gar nichts. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Oh, man kommt da nicht hoch. Ich dachte, man kommt da hoch. Ah, das ist extra zwei Blöcke hochgemacht. Das ist ja fies. Oh, aber das geht wirklich. Also man kann das ein bisschen cheaten. Weißt du, ob das Cheaten ist? Okay, aber ihr habt schon gesehen, was das Problem ist. Bei der Null. Es ist extra so gemacht, dass man nicht so abkürzen kann wie ich. Ist ja gemein. Aber das ist ja auch eigentlich klar, weil sonst, wie gesagt, ist die ganze Seite hier sinnlos. Ach, und jetzt kann ich die 3 hochlassen. Okay, ja, da macht alles Sinn. Ja, da muss ich aber nochmal zurückgehen und da rumspielen. Ja. Okay, es ist gar nicht schlimm, wenn man da nochmal hingeht. Okay, lol. So, jetzt kann ich nämlich die 3 hochmachen. Ja. Ja. Und jetzt kann ich nämlich die 4 hochmachen. Jetzt macht das alles Sinn. Ne, 6, 7 ist alles richtig. Okay, perfekt. Oh, ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh, wow, war das knapp. Ich wäre fast von dieser Walze da erpresst worden. Holy crap. Part ist eigentlich vorbei, aber das mache ich noch zu Ende. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich schneide das eh ein bisschen zusammen, weil das hat jetzt sehr lange gedauert. War ich nicht so schnell, sorry. Aber die Mechanik finde ich mega cool. Also gameplaymäßig ist es richtig, richtig geil. Die Idee dahinter, wow, richtig gut. Echt. Ah, und wahrscheinlich hält das jetzt die andere Walze auf und dann kann ich die letzte bewegen. Ich verstehe schon. Genau, und das hält jetzt nämlich das hier auf. Aber es ist nett gemacht. Es ist nett gemacht, weil ich nicht nochmal mit den Dingern rumspielen muss. Okay, das heißt, das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist auf die andere Seite gehen und nochmal hoch. Haben Sie da vielleicht sogar einen Shortcut? Nee, hat's nicht. Macht nichts. Aber cool, also das war ein mega geiler Raum. Nicht nur designtechnisch habe ich den ja gefeiert. Das auch. Aber auch, gameplay-technisch richtig top. Meiner Meinung nach zumindest. Super. Okay, und jetzt ist hier der Key, von dem ich jetzt irgendwie 2 habe. Aber ich glaube, man sollte eigentlich nur einen haben. Ja. So, wir können mal auf die Map schauen. Ich war jetzt unten tatsächlich ziemlich überall, ne? Kitchen waren wir. Glaub ja. So, wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Ja. So, dann würde ich doch sagen, schauen wir doch mal, was sich hier drin befindet. Ah. So ein Scheiß schon wieder. Okay. Oh, ein Eindringling macht alles weg. Okay, ja, die rasten wieder aus hier, aber sollen sie ruhig. Das bringt ihnen auch nichts. So, was ist das hier für ein Raum? Also vorne sind wieder diese komischen, Wachen. Aber die sind, na, die sind wirklich gar nicht schwach. Also vor allem die zweite Phase. In der ersten haben die zwar nichts auf dem Kasten, aber in der zweiten sind die echt hart. Hier, genau, wenn die so ausrasten. Da haben die zum Glück nicht so viele Leben, weil sonst wären die auch vielleicht zu stark. Aber ich finde die echt cool. Also ich finde die passen auch gut hier rein. Also es ist nicht so, dass es einfach nur Zombies sind, die passen da eigentlich rein. Das sind einfach coole Gegner. Also den Schuss könnte man noch ein bisschen verbessern, weil sie irgendwie immer an die Wand schießen. Aber ansonsten, top. Also echt tolle Gegner. Cool gescriptet. Ja, wie gesagt, ich mache noch ein bisschen länger her, weil ich wahrscheinlich ein bisschen geschnitten habe und so. So, das ist schon wieder so ein Teil, Alter. Okay, was haben wir hier? Bars activated, bars deactivated. Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht, aber ich mache hier erstmal die Tür auf. Und ich glaube, ich weiß auch schon genau, wo das ist. Das ist tatsächlich hier. Okay, cool. So, was ist das jetzt hier?
Okay, die muss ich offensichtlich verschieben, aber auch hier, wir haben den Boomerang und können das Leben leichter machen. Wobei ich nicht genau weiß, was ist das? Ja, was macht das denn? Ich verstehe es nicht. Okay, lass mich raten, wenn ich jetzt hier hingehe, geht es bestimmt wieder zu. Ja. Ach so, das liegt an diesen komischen Dingern da, oder was? Ja, aber hä, was soll ich denn machen? Das verstehe ich echt nicht. Ich kann doch diese Teile nicht ausschalten. Oder muss ich mit einer Bombe wegspringen oder so? Ich habe keine Ahnung. Nee. Hä? Was ist das denn? Also was ist das denn? Das bringt doch überhaupt nichts. Was soll ich denn hier machen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier noch nicht weiterkommen. Der Raum ist sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, wie auch immer. Ich gehe jetzt einfach nach oben. Aber Leute, ich würde sagen, das war es jetzt wirklich für den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Hier bei JoJo's Incredible Adventure im Gefängnis. Und habt ihr gemerkt, hier gehen einige merkwürdige Sachen vor sich. Ja, seid wieder dabei im nächsten Part und helft mir, damit wir hier durchkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.